Guten Tag. Die Psyche der Musik. Ein tatsächlich ernstes Thema, aber mit dem jungen Mann hier zu meiner Rechten lache ich tatsächlich sehr gerne und das ist auch gut so. Herzlich willkommen, mein heutiger Talkgast, Dr. Eckehard Gede. Eckhart Eckhard, einfach, Entschuldigung. Ja, genau, Eckhard. Aber ich, ja, gut. Ja, ich Ne? bin eigentlich Ecki. Ja. Ecki, Ja, genau. Also für mich ja, inzwischen Ecki. genau. Ich erzähle euch mal ein ganz kleines bisschen, wie ich Ecki kennengelernt habe. Und zwar. Ecki ist Arzt und zwar Facharzt für, jetzt kommst du. Für Psychiatrie und Psychotherapie und außerdem noch Psychoanalytiker und Okay. Traumatherapeut. Ja. Ecki hat mir sehr geholfen, als mein Bruder 2017 plötzlich verstorben war. Und Ecki ist in Musikerkreisen tatsächlich bekannt als der Mann, der Musikergehirne wieder repariert, wenn sie denn einen Defekt haben, was leider sehr häufig vorkommt. Weil Künstler nun mal sehr anfällig sind, emotional komisch zu reagieren, wobei wir eigentlich schon komplett ins Thema einsteigen können. Ich glaube, jeder Künstler und jede Künstlerin, Ecki, kennt das Problem, dass du als Künstler, Künstlerin empathisch bist, sehr gefühlvoll. Und deine Kunst im weitesten Sinne vom, in Anführungszeichen, bösen Markt missbraucht wird, sind, natürlich kannst du keine Namen nennen, aber Leute, die zu dir kommen, haben die größtenteils dieses Problem, also Musiker, Musikerin, ist das deren Hauptkrux? Ich glaube, das Hauptproblem für Künstler ist immer diese Selbstunsicherheit. Ja. Die Frage, bin ich auch gut genug? Ist das, was ich machen kann, auch etwas, was andere erreichen kann? Bin ich als Musiker, als Sänger, Gitarrist Ja. oder Bassist oder was auch immer Ja. überhaupt gut genug? Das ist das Hauptproblem. Wie ist dein Ansatz? Du hast ja den großen Vorteil, Ecki ist übrigens wirklich sehr, sehr guter Gitarrist, ist im Blues weitestgehend zu Hause, hat aber auf unserem Ignore the Sign Album auch ein schönes Solo beigetragen. Nicht nur, weil das mir freundschaftlich einfach ein Bedürfnis war, ihn einzubinden, sondern weil es auch qualitativ einfach wirklich gut ist. Könnt ihr euch ja mal angucken. Er hat auch einen Song-Release, der heißt Berlin Bayou. Der ist auf Spotify auch erhältlich, wo er auch selber spielt und singt und alles im schönen freundschaftlichen Kreis. Und inzwischen übrigens bin ich nicht mehr sein Patient, deswegen können wir auch so freundschaftlich miteinander agieren, sind per Du und so, sonst würde das ja alles so nicht gehen. Ich hole mir natürlich immer mal einen freundschaftlichen Rat, aber das ist auf einer ganz anderen Ebene. Ecki, Künstler erschaffen ja Marken. Künstler, Künstlerinnen sorgen dafür, dass ganz, ganz viel Geld da ist, von denen sie oftmals leider nicht ausreichend abbekommen. Wie stehst du zu diesen ganzen Diensten wie inzwischen Spotify und so weiter, also diese Streaming-Dienste? Wie siehst du diese Entwicklung am Musikmarkt? Ich sehe es auf jeden Fall problematisch, weil ich einen Eindruck habe, ich bin da nicht so informiert, dass heute noch weniger bei den, Entschuldigung, Ja, klar. zumindest bei den Künstlern, die nicht so bekannt sind, noch weniger hängen bleibt als früher. Das ist mein Eindruck. Der Vorteil ist, dass man heute enorme Möglichkeiten hat, sich schnell zu zeigen. Also die ganzen YouTube-Darsteller, die ja Millionen Klicks kriegen manchmal. Ich weiß aber nicht, ob wirklich bei denen dann Geld hängen bleibt. Es ist ja eine Tradition, dass Künstler seit Jahrhunderten, ich würde sagen seit Jahrtausenden, die Gesellschaft zwar sehr bereichern, aber das nicht in, sagen wir mal, meistens nicht in umsetzbaren Finanzen, in existenzielle Unterstützung bekommen. Ja. Ich sehe eine Verbindung. Alles das, was nicht materiell ist in einer Gesellschaft, wird nicht so gut honoriert wie die anderen Seiten. Das ist auch mein eigener Beruf. Also Psychoanalytiker stehen am untersten Ende Echt? der ärztlichen Einkommensskala. Ach was. Und wenn ich, sagen wir mal, Zähne reparieren würde oder Knochen röntgen, würde ich das 8- bis 10-fache verdienen von dem, was wir verdienen. Ich will mich nicht beklagen, nicht? Aber das ist etwas, was sehr unterschiedlich gewertet Das wird wusste in ich dieser nicht. Gesellschaft, ne? Das wusste ich tatsächlich nicht. Was ich gerade wirklich verwerflich fand und auch immer noch finde, ist, dass gerade in der Corona-Zeit
ja geradezu gefordert wurde von der Gesellschaft, von den Künstlerinnen und Künstlern, ja nun liefert uns doch Kunst und dass es uns irgendwie allen gut geht. Und wenn man das dann gemacht hat, also auch die ganzen Charity-Sachen, man hat ja wirklich sein letztes Hemd gegeben, obwohl man eigentlich gar selber kaum noch was hatte. Und wenn man dann irgendwie ganz freundschaftlich darum bittet, Mensch, unterstützt uns doch mal, dann kam da wirklich gar nichts. Ne? Das ist wirklich erschütternd. Meinst du, dass das vielleicht auch in der Erziehung schon beginnt? Also, dass die Wertschätzung von Kunst schon im Kindesalter gar nicht stattfindet? Also, dass es da genauso immer ist? Ja, nehmen, nehmen, nehmen. Ich glaube, das ist ein echtes kulturelles Manko. Ja. Ich bin nicht so historisch genau informiert, aber im Mittelalter galten ja fahrende Leute, also Spielleute, ja, ja, die wurden ja gleich nach Pferdedieben und Verbrechern, stimmt, gesehen, nicht? Hm. Wurden nie anerkannt, hm, aber haben immer zur Unterhaltung vor allem der Reichen, der Wohlhabenden, der Könige gedient, nicht? Wenn wir uns angucken, die alten Komponisten, dann schreiben sie doch mal irgendetwas fürs Bankett, nicht? Stimmt. Der König will den mir speisen, ja, ja, spielt genau, vielleicht ein bisschen Flöte dazu, aber viel Geld kam da auch nicht rüber. Nee, nicht? Und das ist etwas, was mich seit langem schon empört. Ja, ja. Also Künstler sind die, sagen wir mal, die emotionale Basis einer, einer Gesellschaft, bringen das rein, was die meisten, Hilde Domin, eine Lyrikerin, sprach von den Halbtoten. Ja? Die meisten sind halbtot, funktionieren in irgendeiner Weise hier, schleppen sich durchs Leben, aber tragen eine Fröhlichkeitsmaske. Aber die eigentliche Substanz, die Basis der Gefühle werden von Künstlern geliefert. Das ist die Aufgabe und sie wird nicht honoriert. Ja. Und wer wirklich der Gesellschaft noch was, also wir sind ja nur, du bist ja nun auch Künstler, in dem du, also deine Gitarren-Dinge, die du halt eben tust, das machst du ja nicht, weil du Geld damit verdienen möchtest, sondern weil es dir einfach ein Bedürfnis ist, deine Kunst, dass deine Kunst lebt. Mhm. Ne? Und so geht es mir ja auch und so weiter. Ich hatte gestern einen ganz tollen Kommentar unter einem meiner Videos, wo ich hier was erkläre, wo jemand schrieb, ich kriege den Wortlaut jetzt nicht mehr genau zusammen, aber man merkt so richtig, wenn ich mich denn so in Rage rede, wie ich denn so drin bin und das selber richtig geil finde. Und zu diesen Halbtoten, wo du sagtest, da gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch, was du ja auch schon zum Teil gelesen hast, dass ich das auch immer ganz abgefahren finde, dass eben genau diese ganzen Wirtschaftsleute, Plattenfirmen, Medien, Gurus und so weiter, die, also die Gelds, die Money People, die, ohne die man erstaunlicherweise nicht kann, das ist ja das Paradoxe an der Geschichte. Also du brauchst als Künstler, als empathischer Künstler, brauchst du einen, der dich aufs andere Level hebt, weil du gar nicht diese Bösartigkeit dieses Finanzmarktes, die hast du ja nicht in dir. Du würdest ja am liebsten alles verschenken. Mhm. Ne? Und die brüsten sich aber dann wieder auf der anderen Seite. Also die wertschätzen die Künstler nicht, aber auf der anderen Seite finden sie es total geil, ein Foto mit irgendeinem geilen Gitarristen, Sänger oder sonstiges zu machen. Und das hebt sie dann wiederum irgendwie auf das Level, wobei im Umkehrschluss diese Person dann wiederum bestraft wird. Ja. Also was ist denn das für ein Paradoxon? Wir sind ja eine Kultur der Selbstunsicherheit, sprich des Narzissmus. Ja. Nicht? Und die meisten Mächtigen, und einige davon habe ich ja auch mal selbst behandelt, Das ist ja der Vorteil des Analytikers. Ich kann sozusagen in die Köpfe zum Teil der verschiedensten Bevölkerungsanteile blicken. Die meisten sind auch dann, wenn sie Macht haben, sich unsicher über ihren eigenen Wert. Und Künstler geben ihnen narzisstische Bestätigung. Nicht? Okay. Das heißt, eine Aufwertung, sich in irgendeiner Weise vollständiger zu fühlen. Aber das wird nachher auch, ich habe fast den Eindruck, in Umkehrung gesehen, wenn man das ihnen dann abgekauft hat, ist auch gut. Ja? Okay. Die Deutsche Bank, die dann meinetwegen die Rolling Stones einlädt, wenn 40 oder 100 Oberhanseln von denen feiern, nicht? Die geben denen eben halt 2 Millionen, das ist drin. Nicht? Aber selbst in irgendeiner Weise etwas empfinden können diese Menschen nur sehr wenig. Aber damit können sie sich aufwerten. Gibt es, du bist ja nun genau der Mensch, der mir diese Frage beantworten kann. Ich zweifle immer und denke mir immer, das kann es doch nicht geben. Gibt es wirklich Leute, die kommen, also die wirklich keine Empathie haben, also die überhaupt kein Mitgefühl haben? Gibt es sowas wirklich? Früher hat man gedacht, es gäbe Menschen, die hätten keinerlei Empathie. Ja. Aber abgesehen von manchen Störungen ist
eher das zu beobachten, dass schwergestörte Menschen ihre Empathie an- und abschalten können, wie mit einem Schalter. Ach was. Also zum Beispiel bestimmte Psychopathen, ja. Sagen wir mal bei gewalttätigen Psychopathen kann man sehen, wenn man die einem Stress aussetzt. Jeder, ja. jeder übliche Mensch reagiert mit Entsetzen, wenn er meinetwegen ein Video sieht mit grauenhaften Szenen. Ja. Bei denen geht dann der Puls hoch, der Blutdruck steigt und die meisten sind entsetzt. Bei Psychopathen kann man beobachten, dann geht der Puls runter. Die beruhigen sich darunter. Ach ja. was. Es ist zum Teil so eine, sogar eine Befriedigung, Qualen zu sehen. Aha. Das sind jetzt ungefähr 4-5% vielleicht ja. der Bevölkerung. Ja. Das sind so die übelsten der üblen Serienmörder zum Beispiel. Ja, ja. Nicht? Aber sehr viele Menschen, die eine Empathiestörung haben, können die genau anschalten und abschalten. Meistens, sage ich immer, sind empathiegestörte Menschen vor allem mit sich selbst empathisch. Also wenn es sie selbst betrifft, hat man eine große Beteiligung. Wenn es dagegen andere betrifft, ist das eher nicht so ausgeprägt. Und wie ist das im Umgang mit solchen Leuten? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Musiker, um dir wieder den Kreis wieder zur Musik zurückzuführen. Ich weiß, es ist ein sehr interessantes Thema, aber wir wollen doch irgendwie so, also ich möchte zumindest irgendwie bei dem Hauptding bleiben. Gerne. Nehmen wir mal an, ich habe mit irgendwelchen Medienschaffenden zu tun, die genau diese Charakteristika in haben. Ich habe übrigens mal gelesen, dass der Anteil der Soziopathen, Psychopathen gerade im oberen Management halt eben sehr hoch ist, weil diese Menschen halt eben ja, genau so sind, wie eigentlich der Markt sie braucht. Also gefühllos. Ne, Leute feuern und so weiter und man sieht es ja gerade aktuell auch überall. Ja. Wie kann ich jetzt als Künstler, der diese Information hat, wie kann ich so einem Menschen begegnen? Also bringt es was, ihnen zu schmeicheln oder wird das auch wieder anders aufgefasst? Es gibt ein sehr gutes Buch von Kevin Dutton. Ja? Das ist ein britischer Forscher zum Thema Psychopathie, der viel, ja. Auch sehr viel nachvollziehbar, gut lesbar ja, geschrieben ja. hat. Er empfiehlt, gegenüber diesen Menschen eine Mischung zu zeigen, das würde ich auch empfehlen, okay. zwischen Respekt und unter einer leichten Form der, also nicht Unterwerfung, aber des Respekts und das andere Furchtlosigkeit, sogar eine gewisse Dreistigkeit, eine gewisse Frechheit. Die darf nicht zu groß sein, aber auf keinen Fall Angst zeigen. Also den Fehler des Frechseins habe ich tatsächlich auch am eigenen Leibe erleben müssen. Du kennst die Geschichte, ich habe sie dir freundschaftlich berichtet. Wir gehen nicht ins Detail, ich erkläre euch aber, was passiert ist. Ich traf auf so einen Menschen, auch großer Mensch im Businessbereich, und habe ihm leider Gottes vor Augen geführt, dass er fachlich inkompetent ist, was natürlich zu einer narzisstischen Kränkung und zu einem nicht enden wollenden Rachefeldzug führte. Da wusste ich das noch nicht. Man spricht von narzisstischer Wut, nicht? Die ist sehr heftig und wird richtig ausgelebt davon. So, da kommst du auch nicht raus. Also wenn das einmal angeschaltet ist, ein bisschen die Schraube weiter drehen. Den kennen wir, das kann jahrelange Verfolgung zur Folge haben. Ist das auch eine sexuelle Erregung, die Person dann verspürt? Ist das gekoppelt oftmals? Es kann sein, muss nicht, aber eine tiefe Befriedigung, eine Genugtuung, den habe ich fertig gemacht. Ja. Okay. Das hat Erich Fromm so schön beschrieben. Ja. Er beschrieb das an einem Postbeamten. Okay. Ja. Kurz vor seinem Tod wurde Erich Fromm interviewt. Hm. Was ist denn so die tägliche Gemeinheit. Er sagte, ein Mann kommt kurz vor 18 Uhr, damals gab es ja noch die Postbeamten, in den Schalterraum und hat ein Paket unter dem Arm, ist unter großem Druck und will das gerade noch reichen. In diesem Moment macht der Postbeamte den Schalter zu. Er sagte, man kann ja verstehen, der ist am Arbeiten, irgendwann muss er auch Feierabend haben, aber er sagte, das leise Lächeln, das dem so um die Mundwinkel spielt, das ist das, nicht? Das ist die allgemeine Freude. Und Leute, die eigentlich substanziell nicht viel haben, das sind viele Psychopathen, die nicht kreativ sind, neiden, ist ein großer Neidanteil, gerade den Künstlern, Musikern, die was können, deren Fähigkeit, und fangen an, sie dafür zu bestrafen. Ah, okay. Das muss man wissen und das ist auch etwas, was uns Therapeuten auch immer mal wieder passiert. Ja, klar, natürlich.
Ich meine, du bist einer der empathischsten Menschen, die ich kenne, sonst könntest du dich halt eben auch gar nicht. Das hat nichts mit Soziopathie zu tun, weil Soziopath kann sich ja auch einstellen auf verschiedene Dinge, aber Ecki ist alles andere als das. Ich danke dir vielmals für diese aufschlussreichen Einblicke. Und vielleicht hat der eine, die eine oder andere von euch, ich bin ganz aufgeregt jetzt hier, alles gut, Herr Doktor, es ist soweit, einen guten Tipp und einen guten Impuls mitnehmen können. Und wir verabschieden uns. Ja, und hört euch mal an Berlin Bayou. Berlin Bayou, geiler Song. Das ist nämlich meine endgültige Aufarbeitung meines psychischen Traumas durch meinen Vater. Siehst Im du? Grunde ein Bewältigungssong. Ach ja. Nein, und ich konnte dabei helfen. Ja. Toll, das ist das alles aufgenommen. Also, wir beide haben euch alle lieb. Wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.